war der letzte, das letzte öffentliche Aufbegehren der Arbeiterbewegung gegen die Nazis am 3. März 1933. Es fand eigentlich da hinten statt, am Anfang der Straße, Ecke Bonner Straße. Und hier ist halt ein Bunker, der 1942 eröffnet wurde, auch ein Relikt der Nazizeit und Vorbote der völligen Zerstörung der Stadt. Was ich erst in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass dieser Bombenkrieg, der Köln dann völlig zerstört hat, im Grunde die Rückkehr an den Ursprung ist. Also in Köln ist überhaupt das erste Luftschiff, was jemals eine europäische Stadt mit Bomben beworfen hat, ist gestartet hier im Ersten Weltkrieg, direkt nach Kriegsbeginn. Und zwar Butzweiler Hof, der Zeppelin Köln, hat dann Bomben auf Lüttich geworfen und nachher auf Antwerpen. Somit ist irgendwie diese Zerstörung, die die Stadt hier erlebt hat, im Grunde auch eine Rückkehr an die Wurzeln. Das weiß irgendwie kaum jemand, steht jetzt aber auf dieser Tafel drauf. Und auch dieser scheiß Bunker ist natürlich ein Relikt der Nazi-Zeit. Umso perverser fanden wir das damals, dass der immer wieder übertüncht wurde und das Bild immer wieder verschwinden sollte. Ansonsten danke ich allen, die mitgemacht haben. Noch sind wir hier lange nicht am Ende. Also vor allen Dingen der Mahlcrew. Wir haben das ja am Dienstag schon grundiert. Dann haben das Leute vorgezeichnet und jetzt umgesetzt. Ganz fantastisch. Ich finde, ihr könnt einen Applaus mal abgeben für alle Malerinnen und Maler. Die Musiker haben ja ihren Applaus schon bekommen, aber können jetzt noch mal einkriegen. Das war soweit auch schon mal fantastisch. Paul kommt ja gleich nochmal. Ist extra aus Berlin gekommen. Berlin? Ja, ja, der Erdal kommt aus Köln-Nippes, aber Paul kommt aus Berlin. Klaus, der Geiger aus der Südstadt. Ja, die Sandra hat den Wagen besorgt. Auch sehr gut. Das ist die Neuerung zu 1993. Das erste Mal, dass ich Elektroauto gefahren bin. Und auch das mit diesem Joystick macht, glaube ich, Spaß, oder? Ja, das ist ganz gut. Also wer Lust hat, gleich nochmal 10 Meter hochzufahren, kann das gerne machen. Das war schweineteuer, das Teil zu leihen und wir sollten das ausnutzen. Ganz im Ernst. Ja, bei wem bedanke ich mich noch? Alle Leute, die, also die Lutherkirche, die den Gemeindesaal zur Verfügung gestellt hat. Ich bin heute 50 geworden, das war so meine Geburtstagsidee hier. Und die Lutherkirche, danke. Will ich gar nicht, aber... Vielen Dank, aber es geht ja hier um mehr als um mich gerade. Ja.